Hallo Freunde, hier ist StreamBit 1973. Ja, wir spielen Luna Sylvester Story Complete. Und ich kann jetzt die Musik, die Ingame-Musik, manuell verstellen. Habe jetzt rausgefunden, wie ich das mache. Und könnt mir also jederzeit schreiben, ob es zu leise, zu laut oder sonst was ist. Und ich kann es dann verändern. Das vorweg. Und jetzt sind wir weiterhin in Meribia. Und wollen uns noch mal ein bisschen in Ruhe umgucken. Und ich denke mal, wir fangen hier ganz rechts noch mal an. Ja, genau. So, wen haben wir denn da? In Meribia arbeiten Menschen und Beast-Menschen Seite an Seite. Dies ist der erste Ort, an dem ich jemals gelebt habe, wo ich nicht von Vorurteilen, wo es keine Vorurteile über mich gab und stereotypes Denken. Ja, wir haben da noch nicht so geguckt, also es gibt anscheinend diese Beast-Leute hier. Kommen wir da raus. Sieht man ja hier auch schon an den Hörnern oder was sie da haben. Das sind also keine Menschen, das sind andere. Und die leben anscheinend nicht überall friedlich zusammen. Schauen wir mal, was das noch so in der Handlung, was sich da noch so ergibt. So, hier sind wieder Hunde und Katzen. Und ein Opa. Schauen wir mal, was er will. Du bist aus dem Dorf Berg? Du weißt, dass ich eine Tochter in Berg habe. Wenn du dorthin zurückgehst, könntest du ihr sagen, dass ich sie vermisse. Ich habe schon sehr lange nichts mehr von ihr gehört. Hey, wir kennen die Frau. Sie sagte, du sollst dir keine Sorgen machen und dass es ihr gut geht. Oh, ihr kennt sie? Es freut mich ja so sehr, dass es ihr gut geht. Ich schulde als Hina was dafür, dass sie meine Gebete erhört hat. Ja. So, wer bist du hier? Jessica ist das einzige Kind von Mel. Ihre Mutter starb, als Jessie noch sehr jung war, habe ich gehört. Mel vergöttert seine Tochter und sie liebt ihn auch. Sie haben eine sehr spezielle Beziehung. Jessica ist sehr jungenhaft. Ihre Mutter war sehr milde, aber ich glaube, ihr Vater, die Seite ihres Vaters, hat in ihr gewonnen, also überwiegt in ihr. Sie ist so sehr, wie er in seinen früheren Tagen war. Ja, ich denke mal, diese Jessica werden wir wohl vielleicht noch kennenlernen. Schauen wir mal. So, Hundchen, gehst mir mal aus dem Weg, sonst lasse ich Norl auf dich los. So. So, das scheint hier der erste Shop zu sein. Dann fangen wir doch einfach mal mit dem Einkaufen an. Hey, ihr seid neu in unserer schönen Stadt, nicht wahr? Hm, ihr seid zum besten Laden in ganz Meribia gekommen. Na, das sagen sie wahrscheinlich alle, oder? So, mal Norl einkaufen lassen. Ja, das haben wir schon gekauft. Das haben wir schon gekauft. Wir könnten noch Dragonfly Wings kaufen, vielleicht so, na, ich sag mal so 4 Stück. Die können manchmal ganz nützlich sein, weil sie einen sofort aus den Dungeons rausbringen. Und manchmal ist es ja gar nicht mal so verkehrt. Bleibt ihr hier für eine Weile? Kommt wieder vorbei, mein Shop hat immer offen. Ja, das ist ja mal schön, 24 Stunden rund um die Uhr. Das gibt's nicht mehr bei uns. So, Waffenladen. Willkommen bei meinem Laden. Viele rare Waffen können hier gefunden werden. Was kann ich heute für euch tun? Ja. Gucken, was haben wir denn Schönes? Ein Langschwert, das haben wir schon. Kleiner Bogen. Feuerzauberstab. Nee, das ist alles nichts für uns. Wenn du weitere Waffen brauchst, komm wieder.
Ja, wahrscheinlich für Nash oder für Ramos vielleicht mal sehen. So. So, doch, ich guck mal wieder den Hund. Komm schon, Hündchen. Hallo, komm, 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 komm. Put, put, put. Ah, der sagt nichts, okay. Rot, weiß, blau und schwarz. Das sind die vier Drachen, die legendären Beschützer der Göttin Alcina. Aber ich glaube, das ist wirklich nur eine Legende. Ein Märchen, das sich erdacht wurde, um die Massen zu befriedigen. Es ist kein Märchen. Wir haben den weißen Drachen auf Caldor Isle selber getroffen. Wirklich? Hast du auch zur Zahnfee Hallo gesagt, als du da warst? Ja, er glaubt uns natürlich nicht. Wie sollte es auch anders sein? So, war hier oben noch? Ja, hier oben geht's, glaube ich, zum Anwesen von Mel. Wir gehen mal hier weiter. Ich reise aus meinem Dorf nach Miribia einmal pro Monat, um etwas einzukaufen. Bist du auch hierher gekommen, um einzukaufen? Eigentlich nicht. Wenn du Geld dabei hast, sei vorsichtig. Es sind ein paar zwielichtige Typen hier in der Gegend. Deshalb empfehle ich dir den Miribian Express Traveler Checks. Verlass das Haus nicht ohne sie. Ja klar, Checks. Sicher doch. Hier? Hallo, wir sind in einem Fantasy-Rollenspiel. Checks, ich bitte dich. Na okay. Ja, ein bisschen moderner halt, ne? Aber wahrscheinlich war das nur eine Art Joke. So, jetzt kommt es mir gerade wieder ein bisschen lauter, zu laut vor. Ja, sagt mir einfach mal, aber ich kann ja hinterher gucken, ob es zu laut ist. Gut, weiter. Ich habe eine Menge schlechte Dinge über diesen Ort gehört. Aber ich bin zurückgekommen, um nachzusehen, um für mich selbst nachzusehen. Nee, das ist eindeutig zu laut. Und weißt du, der Besitzer scheint mir ein bisschen komisch zu sein, aber vielleicht bin ich nur paranoid. Ja, das gefällt mir jetzt gerade nicht. Ich mache mal einen kurzen Break hier, einen Augenblick. So, da bin ich wieder. Ja, also ich denke mal, jetzt ist es etwas besser. Obwohl es immer noch recht laut ist, aber ich habe schon fast ganz runtergedreht. Ach, und da ist Ramos. Hey Alex, ich spreche gerade mit diesem Typ hier über das Kaufen, Ankaufen des Diamanten. Er versucht uns mit dem Preis ein bisschen zu betrügen, aber keine Sorge. Wenn ich mit Quark verhandeln kann, dann kann ich mit diesem Typ hier auch verhandeln. Warum besuchst du nicht Master Mel, so, während ich hier den Deal zu Ende bringe? Und vergiss nicht Nash auf der Black Rose Street. Hi, hi sehr. Sei bitte geduldig mit mir. Es ist mein erster Tag bei diesem Job und ich bin gerade von Cersei hergekommen. Ich bin ziemlich überwältigt. Ja, wir auch. Willkommen bei meinem Laden. Ob du nun nach Glasfedern Ausschau hältst oder nach tollen Diamanten, du findest sie hier. Hey, hey. Hallo, junger Mann. Suchst du noch ein Geschenk für deine Freundin? Natürlich, so ein hübscher Kerl wie du muss eine ganze Menge Freundinnen haben. Nun, also sag mir, was kannst du denn ungefähr ausgeben? Ich werde dir dann sagen, warum du noch mehr ausgeben musst. Wir sind nicht hierher gekommen, um einzukaufen. Wir kamen hier, um diesen tollen Drachendiamanten zu verkaufen.
Luna, du siehst bleich aus. Bist du sicher, du fühlst dich gut? Mir geht's gut, Noel. Ah, ich bin nur ein bisschen nervös, darüber, wie viel wir denn für den Drachendiamanten bekommen. Das ist alles. Alex, es wird eine Weile dauern, bevor ich den Preis bekomme, den ich haben will. Hast du dich schon mit Master Mel getroffen? Warum gehst du nicht einfach hin und sagst Hallo, während ich ja diesen Kerl ja während ich das hier zu Ende bringe. Okay, ich hab's schon verstanden. Ich weiß nicht, warum in dem Laden die Musik so viel lauter ist als draußen. Es geht mir ein bisschen auf den Keks, aber na gut. Wenn du auf ein Abenteuer gehst, brauchst du solide Rüstung. Nun, womit kann ich dir helfen? Ja, was hast du denn Schönes? Nichts? Ah, das ist gut. Eisenrüstung. Ja, und ein besseres Schild. Hä, Moment mal, ein hölzernes Schild? Eisenschild, das ist noch besser. Das hier ist wahrscheinlich für Luna. Ja, wir haben gar nicht mehr so viel Geld, aber was sein muss, muss sein. Zack. Und das Eisenschild gleich. Zack. Und Luna bekommt das hier, was war klar, ja, das Stirnband. Und ausgerüstet. Ach jo, wir haben ja immer noch 1153. Das wird noch ganz gut reichen, denke ich mal. Moment mal, was war mit dem Helm? Den Helm gibt es ja auch noch. Jawohl, den holen wir uns auch noch. Klar, kein Problem. Zack. Sind wir gleich wesentlich besser ausgerüstet. Hör zu. Du kannst den Wert eines guten Stücks Rüstung nicht unterschätzen. Denk daran. Jo, ist mir schon klar. Halt! Ah! Hier geht's in den nächsten Stadtteil. Da wollte ich jetzt aber noch nicht hin. Ich wollte noch mal hier oben. Was hast du zu sagen? Das ist wieder so ein Beastman hier. Ich nenne ihn jetzt einfach mal nur Beastman. Bleibe ich dabei. Komm. Entschuldigt, wo bin ich? Ich bin von Lann hierher gekommen, um Höllenmail zu treffen. Und ich bin ein bisschen orientierungslos. Nun, Beastmen sind normalerweise dazu in der Lage, ihre eigenen Leute zu riechen. Aber die Gerüche in dieser Stadt sind einfach überwältigend. Ja, so viele Gerüche, dass er seine eigenen Leute wahrscheinlich nicht mehr ja, lokalisieren kann. Gehst du mal aus dem Weg? Gut, ja, an dieser Stelle werden wir dann wohl doch, denke ich mal, jetzt, da unten, da waren wir schon, glaube ich, in den nächsten Stadtteil gehen. Das ist hier, glaube ich, die Black Rose Street. Und hier werden wir uns jetzt ein bisschen weiter umsehen im nächsten Part. Damit verabschiede ich mich, euer Dreambird 1973.